Wir müssen dann gucken, dass wir einen Schalter auch nochmal umlegen, weil unsere letzten beiden Heimspiele, sowohl gegen Heidenheim als auch gegen Kopenhagen, waren nicht unsere besten Spiele. Wir hatten, wie Sie richtig sagen, da auch gezwungenermaßen viele Umstellungen und da war ein bisschen Sand im Getriebe. Aber wir müssen nochmal das Tempo, die Schlagzahl erhöhen, das Tempo hochdrücken und nochmal mit mehr Biss spielen auf jeden Fall morgen. Aber Leroy wird morgen wieder starten gegen Union, das ist klar. Und dann, glaube ich, wird es nicht allzu viele Überraschungen geben in der Aufstellung, wenn unsere Jungs, die jetzt auch angeschlagen waren, zurückkommen. Dann war das Spiel in Prager natürlich auch nur bedingt aussagekräftig, weil es nach, glaube ich, 29, 30 Minuten eine rote Karte gab. Das ist normalerweise nicht ideal, um eine Spielanalyse zu machen, aber wir schauen dann natürlich in die Spiele rein, in den Clubs, in denen er vorher Trainer war. Um vielleicht ein bisschen was rauszulesen. Und dann muss man halt sagen, dass da nicht viel Fleisch am Knochen ist, auf das wir uns dann wirklich verlassen können. Deshalb müssen wir uns auf uns selber konzentrieren und selber die Sachen besser machen, die es auch besser zu machen gilt. Ich habe vorher die zwei letzten Heimspiele angesprochen und da wollen wir auf jeden Fall eine Schippe drauflegen. Deshalb wird das Hauptaugenmerk jetzt sehr stark auf uns liegen, auch in der Gegnervorbereitung.